In diesem Video erfährst du, was unheimlich wichtig ist dafür, dass du überhaupt erfolgreich sein kannst, egal in welchem Lebensbereich, aber vor allen Dingen auch dann, wenn es darum geht, für dich selber Geld zu manifestieren, dein Business wachsen zu lassen. Und das ist etwas, was erstaunlicherweise sehr vielen Selbstständigen sehr schwer fällt oder überhaupt generell Menschen in unserer Gesellschaft sehr, sehr schwer fällt. Und hier spreche ich über das Thema Self-Care, Selbstliebe, um sich selbst zu kümmern und Selbstempathie. Und manche bezeichnen das so mit dem gesunden Egoismus. Als Selbstständiger vergisst du das vielleicht sehr oft und ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen, denn ich war eine von den Top-Kandidatinnen, was dieses Thema betrifft. Ich erinnere mich sehr gut, dass mein Coach vor einigen Jahren mal mir eine Hausaufgabe gab und zu mir sagte, ich solle mich eine Stunde die Woche in ein Café setzen und nichts tun. Nichts. Kein Social Media, nichts, keine Business-Literatur lesen, ja, sondern einfach nur für mich sein. Ich darf private Bücher lesen, ich darf Menschen beobachten, aber ich soll nichts machen fürs Business. Und ich erinnere mich, dass mir das damals eine mordsmäßige Herausforderung zu sein schien. Selbst wenn dir es nicht annähernd so schlimm ergeht, wie mir das damals gegangen ist, ist es trotzdem wichtig, dass du immer wieder auf dieses Thema schaust. Enorm viele Menschen haben damit große Probleme. Warum? Das ist eine unserer typischen deutschen oder deutschsprachigen Programmierungen, die wir haben, mitteleuropäisch. Also dieses, ich kümmere mich um mein Geschäft, ich kümmere mich um andere. Und ich weiß auch von vielen Klienten, dass es immer wieder so ist, dass sie eben viele Dinge, auch private Dinge, eher dann machen, wenn es einen gewissen Business-Kontext verspricht. Also man geht zum Beispiel zu einem Porsche-Netzwerktreffen, wenn man nicht nur privat interessiert ist, sondern vor allen Dingen auch, wenn man denkt, na ja, da mache ich vielleicht gute Business-Kontakte, ja. Und all diese Dinge, es gibt so viele Dinge, die Menschen machen, ja, auf Social Media sein, weil es ja irgendwie auch fürs Geschäft funktioniert. Und das ist immer im Hinterkopf. Das, was passiert, ist, dass du irgendwann im Grunde genommen nur noch für dein Geschäft denkst und du verlierst dich dahinter. Das Schädliche daran ist nicht nur, dass du krank werden kannst, sondern es wird auch für dein Geschäft schlussendlich nicht aufgehen. Es wird für dein Geschäft so sein, dass du irgendwann feststellst, du wirkst nicht mehr so attraktiv, du hast nicht mehr die Ausstrahlung, du verlierst an Wirkung, weil du ja permanent im Arbeitsmodus bist. Und wollen die Leute das sehen? Schau, es ist wie in der Kindererziehung. Kinder machen grundsätzlich nicht das, was du ihnen sagst, oder? Aber Kinder nehmen dich zum Vorbild. Sie machen das, was du machst. Und so mancher, der erwachsen ist, wundert sich, wo er die eine oder andere Gewohnheit her hat oder das eine oder andere Denken, meint er doch, seine Eltern hätten ihm früher was völlig anderes erzählt. Das mag sein. Aber vielleicht haben sie etwas anderes gemacht. Und mit deinen Kunden verhält es sich genauso. Mit deinem Umfeld verhält es sich genauso. Du wirst nicht an dem bewertet, was du sagst, was du erzählst, was du schreibst. Du wirst an dem bewertet, wie du nach außen wirkst. Und das ist was anderes. Jeder weiß in der heutigen Zeit sowieso, dass Worte oft geduldig sind. Papier ist geduldig, das Internet ist geduldig. Jeder kann da reinschreiben, was er will. Aber dein Wirken, deine persönliche Ausstrahlung, das ist das, was letztendlich hinterher einen Interessenten zum Kunden konvertiert. Was dich Karriere machen lässt, was dich weiterkommen lässt. Und glaube mir, das ist ein Thema, von dem ich weiß, wovon ich spreche, weil ich mich seit 25 Jahren damit beschäftige und womit ich eine anerkannte Kapazität bin, auch in der Wissenschaft.
die Wirkung von anderen Menschen. Was kannst du jetzt tun? Nimm dir regelmäßig Auszeiten wirklich nur für dich, also dass du nichts mit dem Hintergedanken machst. Achte auf dich, sei achtsam, wie du dich fühlst. Also frage dich tatsächlich, wie fühle ich mich? Weil Menschen mit viel Selbstdisziplin fragen sich das nicht häufig. Und viele von den erfolgreichen Selbstständigen haben viel Selbstdisziplin. Wenn du dich nicht fragst, wie du dich fühlst, wirst du sehr schnell diese Grenze überschreiten und wirst gar nicht mitbekommen vor lauter Pflichterfüllung, was dir alles verloren geht. Mache die Dinge, auf die du Lust hast. Vielleicht nicht den ganzen Tag. Ich weiß, dass deine Sachen erledigt werden müssen. Aber wenn du dir alles versagst, weil du immer sagst, ich muss ja noch das und das machen, das wird Auswirkungen auf deine persönliche Wirkung haben. Glaub es mir. Und werde einfach zu der Person, die du bist, wenn du die beste Version deiner selbst bist. Und wenn du das lernen möchtest, findest du unsere Kontaktdaten hier unten drunter. Wir unterstützen dich sehr gerne auf diesem Weg.